Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir fahren jetzt den Traktor zum Hof mit dem Anhänger und wir gucken gleich beim Wetter nach, wie ich gesagt hatte, ob wir wir haben jetzt Winter. Also laut Plan sollen wir noch aussehen können. Hafer, Gerste und Weizen. Beides, ja, bei 1 Grad. Beides ist jetzt aktuell nicht vorgesehen. Wir haben Vorhersage für heute trocken. Natürlich zum Frühlingsstart wird es nochmal sauberer. So, Tiere 0,4, 0,6, 0,5, 0,3. Das jüngste ist 0,3. Ich hatte aber auch schon 0,2 gehabt. Da hat 0,2. So. Andere sind ja die Mastbullen, ne? Also. Und langsam nehme ich schon gewichtsmäßig doch schon deutlich zu, ne? Ja, die werden wohl schlachtreif werden. So, Futter haben sie auch genug. Wasser auch. Die anderen werden wir irgendwann grüne. Kälber bekommen, ne? Erste Milch. Ne. Müssen wir unseren drei Milchwagen kaufen. Mal schauen. Ich denke mal, wir werden an einen neuen Stall zulegen. Um das entsprechend besser Übersicht zu kriegen mit Milch und so, ne? Man weiß, wo man abholen kann die Milch. Zurzeit ist ja so, dass man nicht weiß. Muss ich auch wieder raten. Ich habe zwar jetzt einen anderen mal gelesen, wo man es machen könnte, aber ob es da also stimmt, ist die andere Frage. Millionen, ja, wir haben viel verkauft, wir haben einiges Fahrzeuge gekauft. Ne? Also drei Drescher würde ich noch kaufen, mit Mähweg, drei Stück. Ja, und dann müssen noch, sollten es mindestens zwei geben für Sammlung oder zumindest eins auf jeden Fall und eins für na, Mais haben wir den nicht vor, also für Sonnenblumen auf jeden Fall. Ich bin ein richtiger Raser hier, ne? Aber der Traktor fährt sich gut, der schlägt nicht aus, ist keine, ich weiß auch nicht, ne? Lenkung so klappt immer frei. Lenkung habe ich eingestellt bei 4%. Einer ist fraglich. 100% habe ich gelassen. Aber die Lenkung ist auf 4. Das geht auf. Also morgen ist gerade die Soja alle weg. Ja. Ob nun geerntet oder nicht. Das ist immer egal, ne? Den Dünger muss man sehen, ob da lohnt. Ich glaube da nicht. Ich habe auch nicht gesehen, dass man da den Müll statt oder so. Da machen wir jetzt mal keinen Dünger rauf. Wir werden mal gleich den Silage wegfahren und die Gülle. Das machen wir gleich. Dass wir da ein bisschen Overage haben, ne? Guck dir mal die Größenrelation an, ne? Was für ein Reifen ist. Wahnsinn. So, Lenker, LKW und auf geht's. Hey! Das ist ein BKH, BKH. Bin ich gut zu sehen, auch so? Hm. Die Kamera so. Muss ich die Kamera einstellen sonst? Ja.
Ich kann mich ja im Spiel nicht sehen, das ist ja immer, anders, ne? Also bei mir ist ja im Prinzip komplette Ansicht hier ohne ich, ne? Oh, juckt. Abkippen. Geht ja relativ schnell, nur beladen dauert lange, ne? Gleich wieder unter dem Förderband stellen, dass er vorlaufen kann, und dann nehmen wir gleich die Gülle und dann fahren wir auch zu Beginn. Ja, also entsprechend alles, dass wir heute Nacht ein bisschen was kassieren können. Wir machen aus, jetzt Scheiße über Bon, ne? Also gut, die Lage ist keine, ne? Aber Gülle, natürlich perfekt. Wir haben noch eine. Ich muss doch ein bisschen was einbringen. Nur ein bisschen. Vermögen machen wir damit nicht. Aber anscheinend ist das normal. Keine Ahnung, wie die Preise reell sind. Ne? Ich habe immer alles Coolen gehört. Für so einen Ballen, Verkauf. Maximal 30 Euro. Das ist auch schon viel. Also 25 ist schon realer Preis. Tiere füttern, ne? Ja, kriegst dafür nicht. Da kannst du echt nur sagen, da kannst du nur für den Eigenbedarf. Achso, ich wollte da noch Gülle fahren. Nutzen. Nur so trocken war, wo viele kein Futter hatten oder wenig hatten. Preis gestiegen, aber das Kuriose bei ist ja da in dem Augenblick, dass die meisten dann auch nicht verkauft haben, weil sie dann im Prinzip selber fast nicht genug hatten. Ne? Also heute wird ja so gearbeitet, was ich brauche, wird eingelagert, und was nicht, dann wird die gar nicht erstmal geerntet. Ne? Und dann hast du ja, wenn es mal eng wird, keine Reserve. Ne? Ungünstig, sagen wir so. Pumpen laufen. Aber leider geht nichts rein, zu sehen ist nichts, ne? Geht nur bergab. Aber das ist egal, Hauptsache Geld gucken dafür. Jetzt haben wir ja 13:41. Zeit rast. Auch die Zeit vorgerast. Und natürlich Countdown läuft nicht mit, ja. Ja, wenn der Countdown nicht meldet, ist schon übervoll, aber egal. Hallo ihr Scheißerchen, ne? Also mach weiter. Hinten kommt das Gold raus. Wenn ein bisschen Mist dabei wäre, dann wäre noch, wär noch besser. Im Grunde musst du die Kühe Silage geben und dann musst du den Rest BGH, da kriegst du mehr. Mit Stroh dazu, dann hast du noch 900. Verkehrte Welt, ne? So.
Was ist da los? Bin nicht gearbeitet. Das war nicht gut. Das Radio von LS könnte Probleme geben. Wenn es länger gelaufen wäre, also dann wird schon auf jeden Fall. So kann man es halt nicht erkennen, also zu kurz. So, was ist los hier? Hier wird nicht gearbeitet. Leer. So, Daten. Ja, dann muss man auch anlaufen lassen. Hier, das läuft, ne? Du. Also noch ein zweites Mal ein August. Quatsch. So. Den guten mal gleich wegbringen. Dauert alles ein bisschen, ne? Ist alles so voll ist. Die Gülle geht ja relativ schnell, aber leider die Lade doppelt länger. Aber gut. Muss ja nicht einmal sein, ne? Wenn das alles geklappt haben, dann sehen wir auch alles brauchen. Wir werden mal jetzt versuchen, mal was einzufahren. Und zwar in Vorbereitung zur nächsten Folge, wir werden mal das Feld Nummer 12. Mit Gärreste mal düngen. Das heißt, den Grün nehmen wir jetzt. Wir werden mal einen versuchen, mal auf den Kursplayers einzufahren. Erstmal einen Beführungskurs, damit wir aufladen können. Und dann berechnen wir einen Kurs zum Düngen. So. Dann hängen wir den mal ab. Traktor ist noch gut vorgetankt. Allein so getankt. Dann gehen wir hier gleich am Güllefass ran. Ne? Wir wollen eine Gärreste. Mal sehen, ob ich da unterkomme. Das ist jetzt die entscheidende Frage. Nicht zu hoch ist. Wenn er zu hoch ist, dann habe ich ein Problem. Bei Gärreste jedenfalls. Oder wir müssen einfach. Dann lohnt es sich einfach null. Da kommen wir drunter oder nicht? Oder zu knapp aus. Das sieht nicht. Ist das so gewollt? Nee, ne? Also wir können auch hier fahren, ne? Also hier vorbei. Und dann R drücken. Da, der ist so. Das müssen wir mal probieren. Und zwar knallen wir jetzt mal was rein. Bis zum Rand. Das sind ungefähr 35 Liter, nicht ganz. Und zum nächsten Fall versuchen wir es mal zu erklären. Könnte sein, dass es nicht klappt, aber vielleicht klappt es. So. Wir müssen einen richtigen Weg aussuchen, dass wir da kein über den Haus fahren, beziehungsweise da keiner kommt. Also hier müssen wir ganz rechts fahren. Und dann ja. Also. Jetzt haben wir es 13. Na gut. Wir berechnen erstmal den Kurs für das Feld. Das ist ja einfach. Dazu klappen wir immer aus, dass er im Kursplay die Breite erkennt. Das ist ja schon ein bisschen extrem, ne? Mit 36 Meter ist schon reichlich. Wie man sieht, ist schon ganz gut bedient, ne? So. Dann haben wir hier Düngemodus, Kursgenerierung, immer das Feld, 12. Ich würde hier empfehlen, wir machen ruhig zwei Vorgewände. Vielleicht sogar drei. Mal schauen, wie das mir so hat mit Berechnen. Ne? So weich ist gut. Kann sein, dass er das etwas zu eng ist. Könnte. Wenn man länger dauert, ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Das ist wie gesagt eine neuere Version von Kursplay. Er macht nur zwei.
Ja gut, das ist halt so, ne? Er macht nur zwei Runden, also vorgewendet. So, okay. Wenn nicht mehr geht, geht nicht mehr. So, das werden wir jetzt mal speichern. Und zwar... Hier schreiben wir auch Düngen. Düngen. Feld 12. Und zwar... Der... Beste. 36 Meter. Dann wissen wir Bescheid, dass das Ding auch Stigeras holt oder holen soll. Speichern. So, liebe Schauer, das machen wir den Rest der Erklärung in der nächsten Folge. Der Führungskurs. Ihr seid nach diesem Winkel, vertrau. Wir machen gleich weiter. So, ganz kurz. In ein Order-Regime. Gut. Dann sagt mal tschüss, ciao, ciao und danke fürs Reinschauen. Bis nachher. Tschüss.